Ein Sardin! Ja! Ein Sardin! Echte Harzer Bachforelle. Das ist der Wahnsinn. Weicheier bleiben wir so wieder natürlich an Land, also, aber wir kämpfen uns hier durch, Heinz. Ne? Immer auf der Schulter. Immer auf der Schulter. Und schießen lassen. Wahnsinn! Mann, ist das ein Ding! Du, das ist das, Heinz, wofür ich lebe, weißt du? Daraus hier wird das nicht so. Die Wälder sind geflutet, wir müssen woanders hin. Aber ist das nicht herrlich hier, die Oder, die Landschaft? Die Landschaft ist herrlich, aber die Oder kann ich gar nicht finden. Ja, da hinten ist sie, da hinten fließt sie, da hinten ist Polen, da hinten, wo die Berge sind. Hier ist Schwedt in der Nähe, Polder sind geflutet, wir müssen woanders hin. Aber 3 Tage wollen wir auf Krabbe angeln. Du hast noch nie eine Krabbe gefangen, ne? Ja, das ist so sogenannte Süßwasserdorsch. Nee. Hast du noch nie gefangen? Nein, du denn? Wie kann das denn angehen? Du angelst schon fast 100 Jahre und noch keine Krabbe gefangen. Es gibt keine Krabbe und ich habe noch nie getippt, viel Krabbe geangelt. Wir treffen den Carsten, das ist unser Mann, in Alt-Galo. Und da angeln wir heute, bis es dunkel wird, bis die Krabbe beißt, ne? Doch. Bis es dunkel wird, dann hören wir gleich wieder auf. In die Dunkelheit hinein. In die Nacht rein. Ne? Genau. Aber wenn wir anfangen, heißt das Route raus. Der Spaß beginnt. Als wir Mitte Februar an der Oder aufkreuzen, ist der Fluss noch nicht in den Schlagzeilen. Der Wasserstand aber durch starke Regenfälle und die Schneeschmelze in den Bergen extrem hoch. Wir angeln südlich von Schwedt am Westufer. Hier werden normalerweise regelmäßig Aalquappen gefangen. Aber was ist schon normal, wenn ich mit Horst angeln gehe? Als wir den Angelplatz endlich erreichen, ist es schon fast dunkel. Oh, Horst, du. Heinz, das ist doch Spaziergang für mich. Wenn ich zum Brandhaus angeln gehe, dann sieht das doppelt. Hier sieht das schon anders aus. Kein Hochwasser, hier sind wir auch an der Hohensaaten Friedrichsthaler Wasserstraße. Ne? Oder Friedrichsthaler Hohensaaten, nee, Hohensaaten Friedrichsthaler heißt das, oder? Wir haben doch, da sind Fischer drin, Heinz. Oder, das ist das Stichwort. Hier. Ja. Hallo! Hallo, moin! Ja, Carsten ist da. Horst! Grüß dich! Grüß dich! Hallo! Moin, Carsten! Heinz, na, wie sieht's aus? Ja. Du, wir wollen dich 3 Tage verhaften, weißt du das? Das habe ich schon gehört. Ja. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Und ja, im Moment sieht's relativ ruhig aus. Wir hatten heute Mittag noch einen schönen Wind und das ist eingeschlafen. Ja, wir wollen unser Bestes geben, ne? Ja, kriegen wir auch die Bisse besser mit. Wir angeln jetzt auf Krabbe. Was meinst du? Krabbe ist ja nachtaktiv. Was könnte noch beißen, außer Krabbe? Nachts Döbel können beißen. Es können hier auch ein paar Zander gehen. Es kann auch ein Waller gehen. Ja. Eigentlich ist alles drin. Ja. Was nachtaktiv ist, bietet hier der Kanal schon. Ne? Was hast du als Köder eingesetzt hier? Erstmal wollte ich noch einen Köderfisch fangen, aber das ist misslungen mit einer Made. Und auf der anderen Route habe ich einen Tauwurm, der ein bisschen garniert ist mit ein bisschen Fischöl. Ja, und gleich werde ich noch einen Fischfetzen dran machen. Ja, weil Fischfetzen und Tauwurm sind schon die besten Köder für Quappe hier. Ja. Und wie weit wärst du rauf? Hebt ihr ufernah? Oder eigentlich so 20 Meter circa. Da haben wir eine kleine Senke. Ja, da geht der Kanal dann runter und an der Senke, da ziehen eigentlich die Quappen lang. Wenn sie ziehen, ziehen sie da lang. Wollen wir hoffen. Also ich würde noch schön dicht an die Brücke rangehen, weißt du? Ja, ich würde dir gerne die Stellen zeigen. So mache ich das Leiden, weißt du? Zeig mal Heinz die schlechte Stelle und mir die gute. Ich will dir was fangen. Ja, und ich auch, oder was? Ja, dann komm mit. Nee, ich bleib jetzt hier. Ich habe gedacht, wir angeln in der Oder. Deswegen habe ich richtig stabiles Gerät aufgebaut. Also in der Route 100 bis 250 Gramm Wurfgewicht. Und morgen gehen wir auch in die Oder. Und da muss das natürlich alles ein bisschen schwerer sein. Und deswegen habe ich hier auch einen stabilen Running Boom angebaut, um da die schweren Gewichte reinzuhängen. Das ist einer, den ich sonst bei Weltmeisterschaften im Atlantik und sowas gefischt habe. Das ist richtig schön stabil, da hänge ich unten mein Blei rein. Ich habe immer gedacht, in der Oder, da muss man vielleicht mit 100 oder 200 Gramm Blei angeln. Hier jetzt heute natürlich nicht, aber kann ja nicht schaden. Als Heinz zu mir gedacht hat, was zu Quappen angeln im Winter. Da habe ich mich natürlich winterlich vorbereitet. Und dann haben alle Experten zu mir gesagt, wichtig ist Frost und kein Mond. Naja, passt heute wieder. So eine schöne Abendstimmung hier. Nein, hast du mir schon mal Würmer gebracht, Heinz? Wie bitte? Würmer. Brauchst du welche? Ich mache erstmal einen kleinen Trockenwurf, mal sehen, was Heinz die Würmer bringt, ob alles klar geht. Er hat mir gesagt, hier so bei 20 Meter, da kann man so einen leichten Hallerbutschwurf machen.
So, was ist Galinski? Wo bleiben die Würmer? Dann muss ich mal die andere Route fertig machen. Dann zeige ich dir gleich noch mal meinen Geheimköder. Und hier. Aus dem Russenladen. Kleine eingefrorene Fischchen. Da fangen wir bei uns wunderbar Zander drauf. Ist hier leider kein Großfernsehen, aber das musstest du mal riechen, wie die schon stecken. Da stecke ich die Ködernadel hier ans Auge und führe die Nadel durch den Fisch. Wie gesagt, das ist ein tiefgefrorener Fisch. Bis zum Schwanzende. Ziehe jetzt meinen Haken. Da rein mit der Ködernadel. So. Und ziehe ihn jetzt schön durch, dass er hier genau sitzt. Und wenn der Fisch jetzt schnappt und dreht und will ihn schlucken, dann hängt er hier vorne immer wunderschön an dem scharfen Haken. Und wichtig, Leute, wenn ihr so mit Ködernadel und sowas angelt, immer wieder an die gleiche Stelle zurückstecken, sonst sucht ihr den ganzen Abend. So, jetzt heißt das warten. Es gibt ja zwei große Arten von Quappen. Einmal diese Haftquappe, diese Wanderquappe, die größere. Ja. Und dann diese Steinquappe, sagt man ja die, auch. Ja, ne? die man fängt, die ist ein bisschen kleiner. Ne? Ja. Die müsste man ja die Chance auch haben, hier zu fangen. Ja, hier wurde ja letztens auch schon eine wieder gefangen, eine kleine. Ja. Ja. Horst, da bist du ja, ne? Ich will nicht so dicht an den Nichtfänger plätzen, weißt du? Guck mal hier, was ich dir mitgebracht habe. Das ist doch toll, ne? Ja. Und das Schöne daran ist, guck mal hier. Quappe, 30 cm Mindestmaß? Ja. Hier? Ja. Schenke ich dir. Hans, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mit den ganzen Geschenken hin soll. Was? Unser Oder-Spezi Carsten ist im Rheinland aufgewachsen. Vor ein paar Jahren ist er nach Brandenburg gezogen, der Liebe wegen. Hast Biss, Horst? Ich hab Biss. Komm mit dem Köcher, Heinz. Die angeln ja mit offenem Bügel. Guck mal, die Schnur ist ganz nach links weggelaufen. Entweder ist mir was in die Schnur geschwommen. Hier, Haken blank. Komplett weggefressen. Scheiße. Mach doch mal eine Glocke dran. Ich hab doch den Biss gesehen. Ich hatte da auf dem Gummiband gezogen hier. Willst du mir noch erzählen, wie ich die angeln soll? Ist doch gut. Und seit man eigentlich zum Quappen angeln, braucht man so richtig ekliges Wetter. Ne? So Eis und Schnee und Kälte. Und heute ist genau das Gegenteil. Ne? Ja, heute ist eigentlich Frühlingswetter. Mit den 12 Grad Tagestemperatur, die wir hatten. Ja, Wahnsinn. Ja, vor 3 Tagen hatten wir noch minus 4 Grad. Ja. Das war eine angenehme Nacht für Quappen, aber es ist zu kurz. Die Frostperiode muss ein bisschen länger sein. Man sagt ja immer so, wenn langsam die Eisschollen... Was war das? Ja. Man sagt ja, wenn so leicht Eisbildung am Wasser ist oder leichte Schollenbildung schon, das ist eigentlich die interessanteste Zeit. Ne? Aber... Deshalb angelt man ja beim Quappenangeln auch mit monofiler Schnur, ne? Wenn es friert. Ne? Wenn es friert, richtig. Da, da ist einer dran. Ja. Auf der linken? Auf der linken, ja. Was hast du für einen Köder drauf? Ja, ich Tauwurm mit Heringsöl. Ja. War also leicht geklimmt, zweimal also gebissen. Wenn die Quappe beißt, dann geht die härter ran. Ne? Aber sieht fast aus wie ein Grundel. Ein Grundel. Ja, du, Fisch ist Fisch. Ja, ist egal, wie ist es auch immer. Da, hol raus das Ding jetzt, Junge. Anhauen. Ach, nix. In die Luft. In die Luft gehauen. Nee, war Kontakt, ja, aber. Zu kleiner Fisch wahrscheinlich. Ja. Aber da war Biss, ne? Hat unten den Wurm weggemacht. Ja, geht los. Geht los, also. Weißphase jetzt. Genau. Weißfenster geht auf, Heinz. Richtig, aber. Fisch ist Fisch, ne? Ja, absolut. Entschneidert. Da, wo wir heute angeln wollten, konnten wir ja nicht wegen Hochwassers. Aber du hast ja für morgen Platz, wo wir an die Oder können. Richtig. Und da geben wir morgen mal richtig Gas. Ne? Ja. Denn das ist hier Spielzeug. Na, hast du was dran? Ja, natürlich. Ein Wurm. Ach so. Aber hier, guck mal, auch wieder langgezogen. Ja, langgezogen, jo. Ja. Das sind irgendwelche kleinen... Wo fahren wir morgen hin? Hohen Saaten, Hohen Wutzen? Richtig, nach Hohen Wutzen. Hohen Wutzen. Das ist ja in der Quappenszene doch so ein magischer, so ein Top-Spot, ne? So ein Hotspot, ne? Sagt ist man, ne? Ein Hotspot hier in der Gegend, ja. Dafür kriegt ihr dann sonst jetzt. So. Hoffen wir nur, dass die Quappen das auch wissen, ne? Von einem Angelkollegen habe ich einen Tipp bekommen. Frag doch mal bei Olaf Grafe im Fuchsbau nach. Der bietet nicht nur Quappengerichte an, sondern ist auch selbst Angler. 37 Mal deutscher Meister und hat noch nie eine Quappe gefangen. Ja. Du erzählst uns jetzt mal, wie man Quappen fängt. Erzähl mal. Wie soll man Quappen fangen? Ja. Wann im Übrigen? Wann? Na, ja. Quappen sind immer Winterfische. Ja, haben wir ja jetzt. Ja. Aber also jetzt ist vorbei. Wieso ist vorbei? Die Quappe wandert im Dezember hoch. Ja.
und kommt im Anfang Januar vom Laichen zurück. Im Regelfall laichen sie meistens im Wartebuch. Das ist hier oben bei Küstrin. Da ziehen sie in die Warte rein und da laichen sie. Und dann kommen sie im Januar wieder zurück und ziehen dann wieder runter Richtung Ostsee. Aber wir wollten ja so höflich sein und die erstmal ableichen lassen. Ne? Und dann, wenn sie zurückkommen wieder, dann wollen wir sie fangen. Die letzten, die jetzt noch zurückkommen. Haben wir da eine Chance? Was meinst du? Ganz normal mit der Grundangel. Ja. Ganz normal mit der Grundangel an der Strömungskante. Tauwurm oder toter? Tauwurm. Ja. Tauwurm oder Fischfetzen. Oder Fischfetzen. So sieht es zu aus. Warte, ich will einen Stromschlag haben. Hier sind die Plätze. Ach, hier vorne? Ich dachte, hier weiter vorne, hinten. Nein, da hinten ist ja schon zu viel von dem Schilf. So, dann gehe ich hier vorne gleich hin. Hier bei Hohenwutzen sind schon Quappen über 80 cm gefangen worden. Eine Schonzeit gibt es in Brandenburg nicht, wäre aber durchaus sinnvoll, da die Bestände stark zurückgehen. Wir müssen eigentlich da vorne, wo die Strömungskante ist. Da werfen wir den Köder hin. Bis dahin werfen und deswegen entsprechend auch schweres Gewicht dran. Ist das hier vorne auch noch eine Buhne, wo das Schilf da steht? Nein, das ist keine Buhne, das ist nur einfach hier eine kleine Schilf. Ah, wunderbar. Ja, okay. So, dann wollen wir die Plätze auslosen, Heinz, nicht? Ja, wieso? Ich habe doch schon, meine Rutenständer stehen doch schon da. Ach so, dann ist das in Ordnung. Ne? Ja. Immer Strom ab, ne? Damit man Duft abkriegt von den Köderfischen. Ach. Ne? Wie immer, weißt genau. Du. Strom ab, die besten Plätze. Aber, ne? Aber wie gesagt, hier, du kannst dir jetzt aussuchen. Ich habe nur da vorne einen Stuhl. Ob du ja, dann stelle ich mich in die Mitte. Ja, ja, logo. Immer den scheiß Mittelplatz. Das kann nicht so, weißt du. Ist der Mist? Ja. Guck mal, wir haben jetzt extremes Hochwasser hier und richtig Druck auf der Oder. Ich habe schon gedacht, also ich nehme mir ein paar 100 Gramm Bleie mit. Aber nun habe ich gerade gehört, wir brauchen mindestens 150 oder 200 Gramm. Und dann mal sehen, was geht. Aber also, man muss ja schon mal eine Ausrede haben, bevor man loslegt, ob das klappt oder nicht. Ich mache jetzt erstmal, weil das ja für mich ein vollkommen unbekanntes Gewässer ist und ich diese Angelart noch nie gemacht habe, werfe ich jetzt erstmal nur das Blei raus. Mal sehen, ob mein Blei liegen bleibt oder ob ich mir ein schwereres ranmachen muss. Hast du schon scharf gestellt, Heinz? Natürlich. Wir müssen erstmal sehen, dass Blei liegen bleibt. Oh, wandert du. Blei ist nicht schwer genug. Wandert. Mein Gott, ist da ein Druck drauf, du. Guck dir mal an, wie das abgetrieben ist schon. Nee, hat keinen Zweck. Muss ich dann wieder zwei, aber... Wie viel Gramm hast du denn jetzt drauf? Ich schätze 150. 150? Ja. Ich stelle aber kein Gewicht drauf, kann auch 120 sein. Wenn du 200 hast, Carsten, für mich zwei, bin ich dir unheimlich dankbar. Hier ist ein 180er. Ja, das ist auch gut. Ja. Hast du einen mehr? Ja, ich habe noch einen mehr. Bevor Heinz kommt. Bevor Heinz kommt? Ja. Ja. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Na, logo. Heinz, bleiben deine Bleie liegen? Weiß er nicht, das merkt er gar nicht. Heinz? Also ich habe jetzt hier ein bisschen kürzer geworfen. Mit 100 Gramm und der bleibt liegen. Ja. Oh, man kommt im Alter immer schwerer runter, ne? Also ich bin heute guten Mutes, dass das klappt. Ich habe das Gefühl, heute kommt ein Fisch. Egal, was für einer, aber irgendwas wird kommen heute. So, und dann habe ich hier, und das ist auch in USA Vorschrift, den sogenannten Circle Hook hier. Das ist ein Haken, der nach innen gebogen ist. Und falls wir eine untermaßige Quappe fangen, dann landet dieser Haken ganz weit vorne im Maul und wird nicht so tief geschluckt und man kann den Haken entfernen und den Fisch wieder freilassen. 30 cm haben die Mindestmaß hier. Mal sehen, ob was geht. Inzwischen ist Olaf aufgekreuzt und der scheint nicht so überzeugt davon, dass wir was fangen. 22 Uhr, Horst, dann ist Feierabend. 22 Uhr fällt der Hammer hier. Ne? Was ist sonst noch hier drin? Also für große Fische sind auch Rapfen drin, hier große. Ja? Auch richtige Klamotten wahrscheinlich, ne? Mhm. Hast du schon mal einen Wels gefangen hier? Schon mal ist gut. Ja, genau. Welse sind hier Unkraut. Ja? Wann beißen die Brüder denn? Solange es ein bisschen wärmer wird. Das ist übrigens hier der alte, wo eure Stühle zu stehen habt, der alte Fischerweg, wo der Fischer runtergegangen ist nach der Kähne. Ja, das war's. Biss, Carsten! Köderfischrute? Wurmrute. Ah, die hatte Biss. Ja, erst hat hier die Kleine. Ja, ja, aber ich habe die lange habe ich richtig gesehen, ja. Wie die da. Die Kleine hat so einen Anschlag gehabt. Kann natürlich auch sein, dass sich hier das Blei dann irgendwie
beschlagen hat. Und bei der großen war ja, ging ja richtig runter. Ja. Mehr als 60 Fischarten gibt es in der Oder. Da wird sich doch wohl mal eine für unseren Köder interessieren. Aber jetzt kommt Köderkontrolle, jetzt kommt die blaue Stunde, jetzt geht's los. Also wenn jetzt in der Dämmerungsphase nichts läuft, dann... Fisch! Fisch! Nee, du hast mich! Wie kommst du denn da hin? Das kann doch nicht, das kann doch nicht, wirklich nicht sein. Ich hab gerade rausgeworfen. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Bei mir ist wahrscheinlich was reingetrieben, wa? Oh, das glaubt uns doch keiner hier. Das ist doch Zirkus, Angelzirkus hier. Wie kommt denn das Blei zu dir? So, okay. Also jetzt hol mal raus hier. Ja. Wie kommt das da hin? Der kann doch nicht mit. Oh, ist noch was dran? Das fühlt sich an, als ob was dran wäre. Ja, dann nochmal schnell, du musst auch schnell gucken. Ja, ja. Nee. Was? Nix? Nix. Herrlich, Horst, diese Ruhe, ne? Absolut, du. Die machen da wirklich Radau, wa? Ja. Kommt schon der nächste, Feuerwehr. Ja, das kommt so der Moment, wo alles still wird auf einmal, ne? Unsere letzte Hoffnung, der Kulturhafen in Großneuendorf. Vielleicht haben sich ja hierhin wenigstens einige Fische in diesen ruhigen Bereich zurückgezogen. So, jetzt muss das endlich mal klappen. Carsten, was meinst du? Ja, ich denke mal, die Möglichkeit ist da, ne? Aber die Quappen nicht mehr, ne? Die andere Möglichkeiten haben wir ja gar nicht, Leute. Guck dir mal an, die Oder sind über die Ufer getreten, das ist ein Wahnsinnstrom. Jetzt haben wir hier so einen Hafen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Da können wir vielleicht mal versuchen auf Friedfisch. Also unser Ziel ist es, einen Fisch zu fangen. Wir wollen ja morgen noch in dem Anglerheim da 100 Jahre, wie heißt der Angelverein? Ortsgruppe Schwedt? Ortsgruppe Schwedt, 1922. Ja. Und wollen wir die schöne Fliedermus-Soße. Die war so teuer und die muss doch mal zum Einsatz kommen. Der ganze Dorf spricht darüber, da sind ein paar Blöde, die versuchen jetzt Quappen zu angeln, wo es keine mehr gibt. Wie oft fütterst du vor, Horst? Oh, drei, vier Würfe mit einem großen Futterkorb und dann schalte ich scharf. Jetzt im Winter soll man nicht so viel futtern. Da war ein Zubler. Ja? Ja. Im Ernst? Ja. Macht nicht der Teufel an der Wand. Nee. Das fühlte sich aber eher wie ein Barsch. Beim Zander dieses Tock, ne? Ja. Und der Barsch, der zubbelt ja nach. Eine Feder habe ich gefangen. Oh. Fisch! Fisch. Haus, Mensch, das kann doch nicht wahr sein! Ah, Ausdauer macht dich bezahlt. Mach den Catcher klar, Heinz. Nicht den, mein. Dein? Nein, das langt nicht. Hast du den Biss gesehen? Der raute rein, du. Oh, ist das wieder Erleichterung, du? Noch haben wir ihn nicht, Heinz. Aber kein kleiner, ne? Nee, kleiner. Noch haben wir nicht. Ganz ruhig, Braune. Bleib ruhig. Und was haben wir da? Ich hätte schon fast aufgegeben. Ist ein schöner Fisch, du. Da ist er. Ich sehe ihn, Heinz. Ja. Oh. Ein Döbel. Ja, ein schöner. Ganz ruhig, Horst. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hast du gesehen, wie der reinknackte, Heinz? Ja, eine Erleichterung. Mann, Horst, das gibt's doch nicht. Ehrlich, du. Petri, heil. Petri, Dank, du. Jo, schön. Wir machen hier schon wieder Pläne, was so Fisch kaufen oder weiß ich was. Alles, ja, Döbel. Schön. Ne? Ja, wenn einer jetzt kommt, wir. Ja. Also, da gebe ich ja, stellen wir ja gleich um, Jungs. Ne? Heinz versorgt ihn gleich, macht den Küchen fertig. Guck mal, schön aufs richtige Pferd. Ja, schön. Schöner Silberblatt. Schön weit weghalten, Horst. Heil ihn schön weit. Lass ihn nicht fallen. Jungs, ich freue mich echt nur, ja, dass der Plan wieder aufgegangen ist. Ne? Klasse, Heinz. Ne? Machen wir weiter. Gleich. Bis! Jawohl! Schönes Ding! Oh, eingenetzt! Dann? Oh, den krieg ich gar nicht hoch. Du. Mann, ist das ein schweres Teil. Du. Oh, schönes Ding, du. Petri. Das ist ein schöner Brassen. Ja, schöner. Jetzt können wir noch umschwinken, Heinz. Ja. Brassen mit Senfsoße. Jetzt musst du nur noch ich einfangen, ne? Jetzt fehle ich nur noch. Schöner Brassen. Was hat er, einen halben Meter? Hat er bestimmt. Dann können wir mal durchmessen, du. Ja. Die Mistwürmer sind ja super. Wo hast du die her? Hä? Die Mistwürmer sind ja fantastisch. Hubert. Hat er eigene Misthaufen oder was? Ja, ein Wurmzucht, wie jeder Angler, ne? Ja. Du hast auch eine, bloß da sind die welche Würmer. Doch. Du ewig versiehst, hast du wieder Mittelplatz, ne? Erst hatte ich so einen schönen Endplatz, du.
habe ich noch gar nicht gemerkt. Jetzt haben sie mich schon wieder eingekesselt. Aber auch auf dem Mittelplatz läuft es bei Horst wie geschmiert. Horst, was ist das denn? Oh. Was hast du denn da? Eine Riesenmuschel. Oh. Guck dir das Ding mal an. Nee, hol die mal raus. Die brauchen wir. Ganz vorsichtig, Horst. Ja, dann in den Kescher. Warte. Die nehme ich mit. Aber wenn da eine Perle drin ist, Heinz, dann... Kann ich sie haben, Horst? Ja, natürlich. Oh, guck mal, du. Oh, eine Odermuschel. Das ist auch eine Seltenheit, ne? Was für ein Löwe, ne? Das ist ein Löwe, ja, da. Guck mal, wie die leuchtet, wie die schillert, Perlmutt, und das bei dem Schiedwetter, du. Das ist ein Traum, ne? Ja. Horst, danke, du. Gerne, Heinz, für dich doch alles. Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verdammt, Maria Dolores. Und alles ist wieder hin. Ja, da, ja, der konnte noch singen, ne? Ja. Lebt der eigentlich noch? Ja, Logo. Fidel dank der Pflege von seiner hier jetzt noch. Ja. Hannelore. Biss. Da kann ich angehen. Der hat jetzt in der halben Stunde schon 20 Minuten drei Bisse gehabt. Wahrscheinlich. Und wir nicht ein. Und wir sitzen hier. Leer, fast. Würmer weg. Mist. Na, Heinz, was macht die Beißorgie bei dir? Die sind hier reingezogen. Das sind doch Nervenbisse, Heinz. Ach, was? Fisch! Hast du noch einen? Jo! Heinz! Petri Heil! Petri, im Ernst? Ich bin nicht mehr Schneider. Und was ist es? Ein Kaulbarsch. Ein Kaulbarsch. Ja, siehst du. Ein Barsch am Abend erquickt noch Laben. Du, das sind die, die aus die Haken, aber die Köder da abweisen. Heinz! Komm, lass uns Körper essen. Ich bin stolz auf dich. Das ist übrigens Dirk Schmidt, Vorsitzender von der Ortsgruppe hier in Schwedt, wird morgen 100 Jahre alt. Nicht er, der Verein. Der Verein. Aber heute gibt es bei uns Döbel auf der Haut gebraten mit Fliedermussoße. Hast du sowas Schönes schon mal gegessen? In den Wintermonaten bieten viele Gaststätten Quappe mit Fliedermussoße an. Eine Spezialität in der Uckermark. Ein paar Leute gesprochen. Sehr speziell. So, Horst, wir fangen mal ganz langsam an. Ja, das ist langsam. Die Betonung ist auch langsam. Ja, wir brauchen jetzt einen Pott und 500 Milliliter Wasser. Carsten kommt gleich, dann geht er so weiter. Ein Esslöffel Mehl. Weil im Anglerheim der Schneebesen fehlt, ist Carsten noch mal schnell nach Hause gefahren. Zucker. Zucker ist hier. Hoher Zucker nehmen wir da. Zack. So, ein Schuss Essig, pass auf. Ganz wenig, Heinz. Essig. Ein Schuss, ne? Ja, ein Schuss, ja. Was ist ein Schuss? Na, immer. Ja. So hätte ich gesagt jetzt. Warte, einfach. Achtung, hältst du fest? Ja. Guck, wie aufgeht, da kommt nicht der Quirl rein. Krieg mal den Essig, Heinz, der ist bestimmt schon schlecht. Nee, der ist wunderbar. Ja, das ist wunderbar. Ich habe sonst auch Himbeeressig, können wir auch nehmen. Na, den hätten wir lieber nehmen sollen. Ja. Ne, das Liebliche. Ne, ja? nicht von Essig versagt. Wie fein denn das? Ja? Ja, noch ein Schuss Himbeeressig rein. Achtung. Inzwischen ist auch Carsten mit dem Schneebesen wieder da. Der riecht tut er gut, der riecht bis hierher. Ja. Danke. Hast du den neu gekauft? Nein, komm zu Hause. Oh, du hast gleich Zwirn mitgebracht. So, das ist jetzt deine Aufgabe. Schön verquirlen das Ganze, bitte. Nein, den elektrischen haben wir auch noch hier. Nee, so einer hier. Zum ja, hier. Horst, setz dich mal hier hin und dann kannst du schön verquirlen. Da, andersrum, dreh dich mal andersrum, so. Kann so. Das Ding auf den Tisch stellen, macht ja was. Ah, das sieht doch so viel besser aus. Einfach drücken. So, du kannst in der Zeit den Fisch filetieren. Es gibt sogar Karpfengerichte mit Fliedermussoße. Und der Döbel, den Horst gefangen hat, gehört ja auch zu den Karpfenartigen. Vor dem Anglerheim Orkanstärke. Achtung, fliegende Messer. Ist ja, kannst du drauf reiten, du, auf Heinz sein Messer. Ja, du sollst ja den Fisch auch nicht verletzen. Ja, genau. Hm? Ja. So fängt Heinz an zu meckern, wenn es nicht gut aussieht, wa? So, ja, ein Esslöffel Fliedermus. Wir wollen nicht so viel nehmen. Jetzt kommt der entscheidende Moment, ja. Horst. Wie viel Fliedermus? So viel? Das ist, ja, ist zu viel? Nee, nee, das Esslöffel wäre mehr. Ja. Zack, und jetzt schön verquirlen. Warte mal. Na, guck mal, hat schon die Fliederfarbe. Nimmt das an, Heinz. Ja. Wichtig ist immer positiv denken, ja. Ne? Das soll sich einkochen oder nicht, ne? Ja, ja, muss aufkochen. Man kann das Ganze auch noch mit einem Schuss Malzbier verfeinern. Das hat mir ein Gastwirt in Hohenwutzen erzählt. Leider zu spät. Ich gehe da nicht rein. Bisschen bitter noch. Ja? Vielleicht noch ein bisschen. Firmasonik. Ich mach noch einen Schuss, ein bisschen Zucker noch rein. Ein bisschen süß. Gut aufkochen lassen. Also jetzt brauche ich nicht mehr rühren, denn ist alles verquält.
Nee. Ja, ist ein bisschen. Hast du den an, den Herd? Was? Hast du den Herd an? Natürlich. Ah. Oh, hast du den Herd an? Das ist doch ja, weil er gar nicht warm wird. Carsten, kannst du die Stampfkartoffeln machen? Ich soll die machen. Jo. Abgießen, weil Horst muss noch quirlen. Abgießen. Hast du den Schuss. Stampfer denn mit, die Kartoffelstampfer? Ja, habe ich mit. Ja. So, wir braten in Butterschmalz. Hast du den Zitronenpfeffer mit? Alles. Wird er gar nicht paniert? Horst, wie die Makrelen, auf der Haut gebraten. So. Hier ist er. Da ist er. Oh, der braucht mir den Salz. Das freue ich gar nicht ein. Bisschen Zitronen. Hast du hier mit dem auf den Herd gekleckert? Guck mal hier. So. Brennt jetzt an. Ach, was. So. Mit Zitronenpfeffer. Dann bekommt ein bisschen Salz. Ordentlich Salz. Zack. Und noch ein Spritzer Zitrone. Also, wow, du bist halt. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt Achtung. Zack. Riecht aber gut, wenn man hier reinkommt. Ja, los, auf der Fisch sieht ja gut aus. So, appetitlich, ne? Der wird ja fast nur auf der Haut gebraten. Bis er klar wird, ne? Ja, ganz kurz auf der Fleischseite gebraten. Im Grunde genommen sind wir fast fertig. Ich kann gleich servieren. Guck mal, ob irgendwie so eine Soße ist. Gläser, mein Gott, was laufen die hier, du? Nach knapp 40 Minuten sind wir fertig. Am Vorabend hatten wir in Hohenwutzen Quappe in Fliedermus-Soße gegessen. Nun sind wir gespannt, ob unsere Fliedermus-Mischung mithalten kann. Sieht aber gut aus. So, Horst, ganz vorsichtig bitte auf den Tisch stellen. Du kannst ein Brettchen unterstellen, wenn es geht. Ich habe hier ein Brettchen jetzt. Der Fisch ist auch fertig, dann kann ich servieren. Horst kriegt das Mittelstück. Jetzt kommt der Clou, ganz kurz, ich will ganz kurz mal unterbrechen. Das ist die legendäre Fliedermus-Soße. Guck das dir an. Uckermärker Fliedermus-Soße. Original. Ja, das ist sehr schön. Salz fehlt. Du, Kartoffeln sind ein bisschen nüchtern. Dann will ich ja die Fliedermus-Soße. Ja, da möchte ich mal testen. Ja, kann man essen. Bisschen gretig, aber ich probiere es mit. Diese Fliedermus, diese Soßen, wie auch immer. Also der Döbel schmeckt ja exzellent. Ja. Die Soße, Heinz, lieblicher als die wir gestern hatten. Besser, ne? Naja, also irgendwie süßlicher, besser, ne? Ja. Ja. Ja, das waren dreieinhalb verrückte Tage hier an der Oder. Wir wollten eigentlich Quappen fangen, waren am Verzweifeln, Vollmond, Hochwasser, Orkan, wir haben alles gehabt, Stromausfall heute Abend und dann hier bei euch, bei dir, Dirk, hier, schönen Dank, Carsten, Horst, du warst wie immer ein toller Experte für uns, lass es dir ruhig schmecken und damit sind wir am Ende. Ohne Pappe. Aber mit einer großen Klappe, ne? Ja, die haben wir auch neben uns sitzen. Und deshalb muss man einfach einschalten, wenn es heißt, Rudel raus, der Spaß beginnt.